Puh, die letzten beiden Challenges waren ganz schön hart, oder? Aber ich glaube, die beiden heutigen werden wieder etwas einfacher werden. Wir fangen auf jeden Fall an mit der Sinkfluggalaxie, wo es eine sehr interessante Challenge gibt, denn wir müssen es schaffen, bei unserem Flug nach unten durch die Insignie, durch das Ziel am Ende durch, 40 Mal, also mindestens 40 Mal, das Wasser am Boden zu streifen. Ja, das wird sehr interessant. Frag mich nicht, wie ich immer auf solche Challenges komme, ich weiß es nicht. Ich habe auch bei der Galaxie hier lange überlegt, was ich hier nehmen soll, weil es gab verschiedene Sachen. Ich hätte auch irgendwas machen können mit einer bestimmten Sternteileanzahl einsammeln oder so, habe ich auch lange überlegt. Aber ich fand dann das hier irgendwie cooler, weil es kreativer ist und weil es das in keiner anderen Galaxie gibt, dass man 40 Mal das Wasser hier so streifen kann und eben da ans Ziel kommen muss. Das ist nämlich auch sehr riskant, das Ganze zu tun. Ich werde euch gleich mal zeigen, warum. Ich weiß schon, wie es funktioniert, das Fliegen, ja. Das ist nämlich sehr riskant, weil wir müssen halt das Wasser eben 40 Mal streifen. Wir können aber nicht einfach geradewegs nach unten in das Wasser reinfliegen. Wir müssen das sehr, sehr filigran machen. Denn ich kann es mal kurz zeigen, wenn wir ganz, ganz steil ins Wasser reinfliegen, passiert das. Dann, ja, es läuft Mario einfach und das wollen wir natürlich nicht. So, ich werde mich auch schon mal entschuldigen, weil der Hauptteil meines Commentaries hier in diesem Video wird einfach nur zählen sein, weil ich muss ja selber zählen, wie oft wir es jetzt schaffen. Und das wird vielleicht nicht das Allerspannendste, aber muss leider sein. So, 1, 2 und 3 und 4. Also man sollte es auch oft schaffen. 5, 6, 7, 8, ja scheiße. Man sollte es oft schaffen, immer nur so ganz, ganz kleine, ja, wie soll ich sagen? Also immer nur so ganz, ganz, wirklich ganz, ganz leicht das Wasser zu streifen, dass man es dann direkt danach gleich nochmal streifen kann. Das wäre auf jeden Fall ganz schön, wenn man das schafft. 1, 2, ja, zum Beispiel so. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das war einer, 11, oh Gott, 12, na, ist nicht ganz so gut bisher, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, das zählte, 20, 21, das zählt ja auch, 22, 23, 24, 25, der zählte nicht, 26, oh Gott, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, na komm, 34, 35, 36, oh, es wird eng, 37, 38, 9, nein, 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 mein 39. Oh Gott, mein 39, das gibt's ja nicht. Oh, das darf ja nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Kann nicht wahr sein. Ihr habt es auch am Ende gesehen. Jetzt muss ich wieder zählen. Das Problem ist, ich kann über gar nichts anderes reden, weil ich so viel zählen muss. Das ist echt doof. Ja, ich muss leider hier wieder zählen, das geht nicht anders. So, das war Nummer 4, ja. Auf jeden Fall, ihr habt gesehen, man kann es auch schaffen, dass man sehr lange einfach auf dem Wasserspiegel bleibt, aber das zählt dann immer nur als eine Berührung. Also ihr müsst ins Wasser rein und dann wieder raus und dann wieder neu rein. Nur das zählt wieder als neues Wasserstreifen quasi. Und das muss man eben 40 Mal schaffen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, genau. Das habe ich am Let's Play auch schon gesagt, das zählt eben erst dann wieder als neues Wasserstreifen quasi, wenn man diese Wassertropfen sieht, die so ein bisschen wegfliegen vom Wasser. Das zählt dann immer und das muss eben einem 40 Mal gelingen, dass man 40 Mal hier solche Tropfen sieht, die da so vom Wasser eben wegfliegen. So, Nummer 3, 4, 5. Ach Mann, jetzt krieg ich's nicht. Mann, das regt mich so auf, dass wir gerade eben schon bei 39 einfach mal waren. Aber mir kommt es auch so vor, als wäre das Ende einfacher, weil am Ende irgendwie das Wasser ein bisschen, ich weiß nicht genau, weil man da nicht so einfach eintauchen kann irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir so vor. Vielleicht kommt es mir auch wirklich nur so vor und es ist gar nicht so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fuck ey. Das gibt's nicht. Was man auch häufig schaffen sollte, ist, dass man dann an den Kanten, also wo es so nach unten geht, dass man da das Wasser leicht streift, weil man dann eben kaum nach oben wieder geschleudert wird und dann direkt danach gleich nochmal das Wasser streifen kann. Das sollte man auch versuchen hinzukriegen. So, 2, 3. Jetzt bin ich irgendwie zu unvorsichtig. Irgendwie gerade eben war ich noch eben etwas filigraner und wie gesagt, man muss hier filigran sein für diese Challenge, ansonsten schafft man die nicht. Also man muss wirklich immer nur ganz, ganz leicht und sachte in das Wasser rein tauchen, aber nicht zu steil, weil ansonsten wird es nicht funktionieren. So, 3. Also immer kurz vorher dann eben abbremsen. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, Batterie ist okay. 10, 11,
Ja, 12, das war knapp. 13. 14. 15. 16. Oh nein, das habe ich schon gemerkt. Kurz vorm Eintauchen habe ich schon gemerkt, oh, das wird zu steil. Das kriege ich nicht mehr ganz hin. Also man sollte versuchen halt schon kurz vor dem Wasser noch schon relativ steil zu sein und dann aber ruckartig die Wiefermittlung nach oben bewegen und dann eben dadurch dafür sorgen, dass man dann nicht eintaucht, weil man eben im letzten Moment nochmal das Ganze ein bisschen flacher dann macht, den Winkel. Und dadurch dann eben nur über das Wasser hinweg streift, und das wollen wir ja. Also, ist wirklich nicht einfach, aber wir haben es ja gerade eben schon fast geschafft, also wir sollten das schon irgendwie hinkriegen, denke ich mal. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh mein Gott, was war das denn? 14, 15, ja nicht gegen 16, ich darf natürlich auch keinen Schaden nehmen, ist klar, 17, das war nichts, 18, 19, 20, 21, ja fuck, 22, 23, das war knapp, 24, 25, 26, ich war doch schon an der Kante, ich dachte an den Kanten dürfte ich fast senkrecht nach unten irgendwie und ich würde trotzdem dann da noch rechtzeitig wegkommen. Ich war offenbar noch nicht ganz an der Kante. Das war eigentlich gut, der Versuch, weil ich davor einiges geschafft habe. Also schon relativ schnell eine ziemlich hohe Punktzahl hatte, aber jetzt kriege ich gerade nichts mehr hin irgendwie. Ah, gerade eben bei 39 Grad eben, ne? Das kann nicht wahr sein. Es kann auch mal sein, dass ich mich übrigens mal um 1 verzähle oder so, aber ich dürfte es schon trotzdem hinkriegen. Also wenn ich mich mal wirklich verzählen sollte, werde ich gleich erzählen, was ich meine. 1, aber erstmal wieder muss ich jetzt selber zählen. 2, 3, ja. Wenn ich mich mal verzählen sollte, also angenommen, ich zähle genau 40, aber ich habe einen zu viel gezählt und wir haben in Wahrheit nur 39. Ich werde mir das Video im Nachhinein nochmal angucken und nochmal dann in Ruhe alles nachzählen und dann wissen wir auch wirklich genau, ob es wirklich 40 Mal war oder ob ich mich verzählt habe. Wenn ich mich verzählt haben sollte, werde ich das Video dann einfach nochmal neu aufnehmen oder halt danach nochmal weiter aufnehmen und euch dann den Rest auch noch zeigen. Jetzt habe ich mich mitgezählt, ganz wieder. Jetzt geht schon los. Ich glaube, es war Nummer 6, 7, 8, 9, ungefähr, glaube ich. Ja, wir sind eh schon wieder tot. Ich muss mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Also an sich, ich glaube, die Anzahl zu schaffen von diesen 40 ist, glaube ich, schon ganz gut machbar. Mein Problem ist gerade eher noch, dass ich halt ständig sterbe. Also ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann sollten wir das schon hinkriegen. No, ja, aber nicht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh Gott, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, okay. Oh nein, ich dachte, das Wasser kam auch nicht. Wird noch nicht so früh kommen. Mann, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen... Ach Gott, das gibt's doch nicht. Das ist übrigens auch ganz komisch, so zu kommentieren, einfach nur zählen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich muss zwar schon öfter mal bei manchen Challenges zählen, aber nicht so häufig wie hier und nicht so schnell in der Abfolge. Deswegen, das ist echt nicht so einfach. So, jetzt kommt Nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, das war knapp, 17, das auch, 18, 19, oh Gott, 20, 21, 22, 23, 24, oh Gott, 25, 26, so, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Machen wir noch ein paar mehr für den Notfall, falls ich mich verzählt haben sollte. Aber es waren jetzt auf jeden Fall mehr als 40. Keinen Schaden mehr nehmen und dann haben wir es auch schon geschafft. Puh, also ich weiß gar nicht genau, wie viel das waren am Ende. Also am Ende habe ich ein bisschen schnell hochgezählt, aber da kamen auch häufig die Tropfen. Also da kamen die Tropfen und dann kurz danach schon wieder und dann kurz danach schon wieder. Und das zählt immer als neuer Treffer, als neuer Punkt. Und deswegen hat schon gepasst, also es waren jetzt glaube ich so 43 oder sowas am Ende. Aber selbst wenn ich ein oder zwei zu viel gezählt haben sollte, es waren definitiv mindestens 40. Deswegen, das passt auf jeden Fall und damit haben wir das Ganze geschafft. Ich hätte das Ganze auch noch erhöhen können auf 50, weil 50 wäre auch locker möglich. Also eher locker ist ein bisschen übertrieben. Es wäre auf jeden Fall möglich, weil vor allem, also
Am Anfang sieht es noch nicht so aus, als würde man 50 schaffen können. Aber vor allem am Ende kann man wirklich, weil das da irgendwie das Wasser da ein bisschen seichter ist. Ich weiß nicht genau, warum das da funktioniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall am Ende kann man noch sehr, sehr viele Punkte sehr, sehr schnell machen. Deswegen 50 sind auf jeden Fall auch locker drin, definitiv. Aber ich meine, die letzten beiden Challenges waren eh schon ziemlich schwierig. Und erstmal wieder eine einfache zwischendrin oder eine relativ einfache, das kann eigentlich auch nicht schaden. Und so mega einfach ist die ja jetzt auch nicht. Ich habe ja auch einige Versuche gebraucht, klar. Und ich habe mir gedacht, 40 passt einfach irgendwie besser. Ich meine, 50 ist eine schönere Zahl, ja. Aber trotzdem, 40 ist da voll und ganz ausreichend, weil das ist auch schon nicht so einfach, finde ich. Okay. Dann geht's auf jeden Fall gleich weiter, dann beim nächsten Mal mit der nächsten Challenge, nämlich der Honigblütengalaxie, wo wir nur maximal 6 Sternteile einsammeln dürfen und nicht mehr. Das wird auch sehr interessant werden und auch nicht einfach, muss da auch an einigen Stellen ein bisschen tricksen, um das zu schaffen, aber es ist trotzdem wieder ganz gut machbar. Also es wird mich vielleicht auch 10 bis 20 Minuten oder so kosten, aber wirklich nicht länger. Hoffe ich zumindest. Das habe ich schon so oft gesagt, ich weiß aber nicht, diesmal wirklich nicht länger, weil das ist ja auch wieder halt etwas, wo wir Checkpoints benutzen dürfen zwischendrin. Da gibt es halt, glaube ich, 2 Checkpoints in dem Level oder so. Und wir müssen halt den ersten Abschnitt schaffen und dann den zweiten und dann den dritten. Und das kriegen wir aber schon alles hin, glaubt mir. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.